einem Video mal wieder vom Hamburger Dom. Und generell ist es, glaube ich, ewig her, dass ich das jetzt letztens irgendwann mal ein Video von einer Kirmes gemacht habe, weil ich irgendwie nicht so gerne auf Kirmesen vlogge, weil es ist einfach laut, es ist voll. Aber heute habe ich mal wieder Bock, weil wir werden einiges fahren. Und ja, das heißt, lass uns einfach mal losgehen. Und gucken, was ist, was so auf uns zukommt. Geh mal ein Stück zur Seite. Wir werden heute noch was richtig Cooles machen, was wir noch nie gemacht haben. Was filmst du denn da gerade? Kann es sein, dass ich einfach zu uninteressant bin? Okay, geht weiter. Hallo? Ja. Was war denn? Zirkus Frank. Aber Zirkus Frank gucken wir leider heute nicht. Also da waren wir heute schon, aber... Läuft aber nicht noch. Nicht in dem. Wir müssen da mal hin eigentlich. Ja. Ja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt auf den Dom. Und wünschen euch viel Spaß mit unseren Eindrücken davon. Seht ihr dieses riesige Teil da? Das werden wir heute fahren. Also bleibt auf jeden Fall dran. Es wird echt spannend. Wir sehen ja auch die Geisterfabrik von hinten. Das sieht ganz schön unepisch aus. Fast so unepisch wie die Fahrt damit. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Wir sind ja nur einmal gefahren, als es direkt neu war. Da war es sehr unepisch. Schreibt mal in die Kommentare, ob es immer noch so ist. Oder ob sich das ein bisschen gebessert hat mittlerweile. Boah, das ist 65 Meter hoch. Dieses, wie heißt das? Evolution? Ja, irgendwie so. Hat irgend so einen Namen. Das hohe Teil. Das. Ich habe noch nie in meinem Leben eine so riesige Rumkugel gesehen. Das Ding wiegt locker so 3 Kilo. Okay, wir wissen nicht, wie viel es wiegt, aber es ist also ein ganz schöner Klopper. So, ich konnte vorher noch nicht ausreden, und zwar, wir werden heute noch was machen, was wir noch nie gemacht haben. Ja, das hohe Teil, zum einen und zum anderen. Wir sind ganz oft mit Freunden unterwegs, die immer so diese Greiferspiele machen, und das interessiert mich immer total. Ich komme super gerne zu, ich habe es noch nie selber gemacht. Mara hat im Hintergrund gerade gewonnen. Echt? Nein. Oh. Ja, die war voll gut. Und wir wollen es auch mal machen heute. Zum ersten Mal. Sag mal, was hast du gewonnen? Also, Erfolg war heute schon da. Mal schauen, wie es uns nachher ergeht dabei. Das sind die wahren Experten, ne? Ja, wir haben Experten, aber ich dachte, dafür können wir das mal machen. Und der Top Spin hier, das ist ein klassischer Top Spin. Den gibt es ja nicht mehr so viel. Und ich kenne den noch von der Basler Herbstreise, glaube ich, von vor vielen Jahren. Der geht auch ganz schön ab, du. Ja. Wollen wir den fahren? Können wir ja. Ja, oder? Ist das sicher? Sehen wir dann. Das werden wir auch noch fahren. Oh Gott, wie oft noch? Oh, ich hab, er macht jetzt einen Erdzeit-Move. Oh, er macht jetzt, glaube ich. Oh! Oh, mir ist jetzt schon schlecht, ne? Also ich glaube, ich muss nichts mehr dazu sagen, wie es war. Doch, ich sag trotzdem was dazu, es war echt krass. Ich wusste nicht, dass ein Topspin das kann, was der gemacht hat. Dass er so irgendwie Überschläge in die eine Richtung, nee, dass er dieses Airtime-Ding macht und dann irgendwie danach einen Überschlag. Ja, ich glaube, das weiß ich. Krass, krass, mir ist schlecht.
Wir sind bei der Pizzeria Mamma Mia zweimal vertreten auf dem Dom und da gibt es einfach das geilste Knobi-Brot mit der geilsten Knobi-Soße der Welt. Und das müsst ihr probieren, wenn ihr hier seid. Es ist einfach so geil. Wir kriegen das nicht mal geschenkt. Wir müssen immer 5 Euro bezahlen. Aber wir sind einfach abhängig davon. Ist halt so. Also wir sind immer noch schlecht von dem Chopstick, aber wir fahren jetzt den Domdänzer. Ich verdränge den Gedanken noch, aber ich habe gerade gehört, dass ich jetzt Jekyll und Hyde fahren muss.
nicht fahren will, dann lass ja. Jetzt habe ich eine gegessen, glaube ich. Wir schauen mal, wie lange der Tag noch, der Abend noch dauert. Hier ist übrigens der Höllenblitz, noch den ist Matthias gerade eben gefahren. Und jetzt steigen die anderen hier gerade ein, jetzt filme ich mal die. So, Ratschlag von Fachleuten war, was essen, was trinken und greifen. Und extra Tipp, sei der Greifer. Was? Sei der Greifer. Ah. Dann kriegt man was. Das war der Fehler von. Wie ist denn so die Stimmung aktuell, Nathalie? Hab ich schon thematisiert, ja. Ja. Da, Take-Off! Bin ich gestern gefahren. Muss ich hätt nicht auf mein Fahrrad. Drauf. Ja, fast. Aber ich hab's gestern schon gemacht. Also, lieber für mich nicht. Ist okay. Ist aber gut, kann ich empfehlen. Ist, ja. Schon geil, ne? Das ist schon was Besonderes, ja. Ja, wir fahren jetzt den Geistertempel. Was Ruhiges. Ich hab Churros. Ja, du hast Nutella am Finger. Schmeckt. Sind gut, ja? Die waren wir gestern essen im Barbecue-Haus, hast schon erzählt. Ja. Da hatten wir so Burger. Wie war deiner? War gut. Ich hatte so einen Barbecue-Burger, war echt gut. Ich finde 12 Euro schon recht teuer für einen Burger. Ja. Aber er war wirklich gut, muss man dazu sagen. Also wer Qualität möchte, kriegt es. Auch auf dem Dom. Wir fahren als Geisterbahn! War das Feuer hier draußen. Es war schon selten schlecht. Aber ja gut. Vielleicht reicht es den normalen Kirmesbesucher, eine Kettensäge ins Gesicht gehalten zu bekommen, aber... Es war schon mehr als das. Ja, aber es war schon auch nicht so geil. Ja. Naja, wir gehen mal weiter. Auf Feuer. Ich hab nichts gehört. Roller an der Runde.
am Ziel angekommen. Evolution. Ja. Ich mach's jetzt einfach mal, weil ich jetzt die Chance dazu habe und wer weiß wann wieder. Ich hoffe, ich kann noch von anderen Video machen oder zumindest einen kleinen Teil davon filmen, aber ja, wir schauen einfach mal. Wenn nicht, dann ist es halt so. Dann ist es so. Dann könnt ihr euch ein anderes Online-Video anschauen von irgendwem anders. Es gibt bestimmt genug davon. Nochmal der Ablauf hier. Ach Scheiße, jetzt fährt in eine andere Richtung. Schwierig. Hätte sich gar nicht ruhig gehalten. Da krieg ich sie dann gleich, wenn sie da runterkommt. Da krieg ich sie dann. Ist nicht euer Ernst. Toll. Jetzt dreh die Scheiße andersrum, oder was? Ich hab's probiert. Hi. Schade. So. Wie war's? Sehr windig. Was war's? Sehr windig. Windig. Sieht ganz schön doll. Also, das war, also von allem, was ich heute gefahren bin, war das jetzt das am wenigsten krasseste. Also, hatte ich das Gefühl. Also, sah auch nicht, so aus. Mir ist nicht mal schlecht. Es sah nur sehr hoch und sehr schnell aus. Ja, genau. Es ist halt ein bisschen wie Jekyll and Hyde, aber nicht so, nicht ganz so wild. Und es dreht sich halt nur in eine Richtung. Außer beim Runterfahren, wo ich dich filmen wollte, da ist es in die andere Richtung gedreht. Oh, naja. Ich habe versucht, ein Online-Video zu machen, aber der Akku ist echt leer. Ich weiß nicht, ob es noch gespeichert hat. Ich habe nicht den Teil drauf, was Überschläge gemacht. Ich habe dich auf jeden Fall zwei, dreimal erwischt. Ja, gut. Aber nee, es war wirklich cool. Vor allem das Tollste eigentlich ist die Aussicht von ganz oben. Ich habe leider keine Brille aufgehabt, deswegen habe ich es nicht so gut gesehen. Aber du fühlst dich wie im Miniatur-Wunderland, weil alles so klein ist. Das ist echt cool. Ich weiß nicht, die Wiesen hat es, glaube ich, nicht so hoch, ne? Nee, glaub nicht. Es sah höher aus, auf jeden Fall. Ja. So, wollen wir weiter? Gehen wir weiter. Wir gehen jetzt aber auch, ne? Jetzt reicht's jetzt. Schluss aus. Das war das Highlight. So, jetzt noch mal ein bisschen Zucker zum Ende. Jetzt waren wir hier bei der Bäckerei. Und ich habe eine warme Apfeltasche. Die gönne ich mir jetzt. Und das war es dann auch schon von unserem... mit unserem Video vom Dom 2024 Frühlingsdom. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hab mich gefragt, mal wieder was von der Kirmes zu filmen. Wir hatten mal wieder einen Grund, viel zu fahren. Zu viel vielleicht, hier und da. Aber es war sehr schön und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen und wir sehen uns in einem anderen Video wieder aus einem Freizeitpark dann. Bis dann. Tschüss.